Mambo VP Leute und willkommen zurück zu Minecraft. Und wir sind weiter auf der Suche nach Diamanten. Bisher ist es ja nicht so gut gelaufen, aber so viel haben wir auch nicht gegraben. Wie viel Diamant hast du schon gefunden, Ole? 5. 5? Das sind 5 mehr als ich. Ah, scheiß auf diese Lava-Höhle, dann suchen wir irgendwo anders. Ja, irgendwann ist Lava auch ausgelutscht für mich. Ja, aber eigentlich findet man ja in der Nähe von Lava am besten. Oh, Obsidian? Wo bin ich denn jetzt gelandet? So viel Obsidian liegt hier. Ah, krass. Ja, da haben wir bestimmt mal gelöscht. Hexe, 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 nein, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe, lass mich in Ruhe. Oh, hier ist irgendwo ein Zombie, aber ich weiß gar nicht mehr, wo ich bin. Aber wenigstens ist hier Eisen. Zombie. Ah, ist hier dunkel, deshalb. Da ist wieder die Lava. So, wo sind wir denn hier? Wasser. Viel Wasser. Hier muss doch irgendwas sein. Das Wasser ist zäh. Oh. Noch mehr Lava. Oh Gott, das war knapp. Wie wird denn da Lava hingetan? Oh Gott. Nein, nein, nein. So, die Quelle müsste zu sein. Ja, sehr schön. Ich finde hier nichts. Ist das mein Hund? Mein Hund? Warum macht... Was macht er hier? Das ist mein Hund. Hey! Nein! Oh Gott, der hat fast meinen Hund getötet. Hier lang. Ah, ein Skelett. Ist egal, das holen wir uns. Ja. Gold. Sehr schön. Und Eisen. Gold, Gold, Gold. Welche Höhe bist du jetzt? Wo bist du überhaupt? Keine Ahnung. Sehe ich nicht mehr. Ich habe keine Karte. Deshalb weiß ich das nicht. Aber ich bin hier. Ein Stück zu hoch. Oh, fuck.
Ich habe eine Wasserader gefunden. Oh, ist doch gut. Naja, ich hab, geht's los. Ich habe viel Gold gefunden. Jetzt die Frage, ob ich wieder rausfinde aus dieser Scheißhöhle, Mann. Wir hätten uns mal echt zu Wegweiser oder so bauen müssen. Hier ist wieder die Lavahöhle. Ich bin hier in... Ah! Oh, da vorne. Redstone. Noch eine Lavahöhle. Das war nicht so geplant. Wo ist mein Hundi? Ach da. Bist du noch unten oder bist du schon wieder oben? Nee, ich bin immer noch hier unten und grabe hier alles aus, was ich finde. Vor allem viel Redstone und Eisen. Das ist Sand. Und ich habe natürlich keine Schaufel mitgenommen. Aber das ist noch mehr Redstone. Sehr schön. Boah, wie schafft es mein Hund hier rüber? Das schafft er niemals. Ich habe, glaube ich, den Ausgang gefunden. Bist du schon oben, Ole? Nee. Ist das der Ausgang? Nein! Alter! Nein, mein Hund verbrennt! Mein Hund! Oh, er hat's geschafft, ey. Der Zombie hat mich fast in die Lava gestoßen. Alter, das war knapp. Das war knapp. Nochmal Redstone. Ja! Endlich auf Diamant gestoßen. Und nicht wenig. Das habe ich gesucht. Genau das habe ich gebraucht jetzt. Was ist los mit meinem Hundi? Hat er Hunger? Brot isst er nicht, ne? Nein. So. Vier Diamanten. Naja, ist besser als nichts. Mehr gibt's ja nicht, glaube ich. Gehen wir mal nach oben. Aber das ist wieder nach unten. Wenn du oben bist, dann such mal bitte eine Karte und sag mir mal, wo ich muss. Ja, ich muss ja auch erstmal hier ein bisschen finden, wo ich hin muss, weil egal wo ich hingehe, es geht wieder nach unten. Und dann geht's wieder ein bisschen nach oben, aber dann geht's wieder nach unten. Oh, ein Creeper. Creeper sind ganz gut eigentlich in der Höhle, denn dann muss man nicht so viel graben. Boah, das hat mich fast getötet. Egal. Ah, no Redstone.
das Eisen. Jo. Noch ein Creeper. Hey. Ah, der hat nichts gefunden. Ich glaube, ich habe den Ausgang, aber hier ist keine einzige Fackel. Nee, das ist nicht unser Weg. Ich habe mich verlaufen. Ich grab mich einfach vertikal nach oben. Senkrecht. Oh. War das bei dir oder war das bei mir? Weil ich habe hier auch was gerade gehört. Das war bei mir. Da komme ich nicht mehr an. Hier bei mir sind irgendwo diese Slime. Boah, die sind gefährlich. Boah, ist das dunkel hier. Ja, ich sehe wieder Erde. Tageslicht. Hä? Warum kann ich nicht nach oben? So. Natürlich habe ich keine Schaufel dabei. Ah, nee, das ist keine Erde. Oh. Ich dachte schon, ich fahre runter. Aber jetzt müsstest du auch eigentlich ganz viele Dings haben, ne? Erfahrungspunkte, oder? Ja, ich bin Level 9 jetzt. Ah, sehr gut. Ey. Es ist so dunkel, ich weiß nicht mal, ob ich noch eine Goldader gefunden. Sehr schön. Yeah, und ich habe den Ausgang gefunden. Irgendwie. Alter, richtig viel Gold sogar. Wo bin ich denn gelandet? Enderman bei mir. Oh Gott, wie weit war ich denn weg? Die Kilometer. Aber wir können ja mal versuchen, einen Enderman zu töten. Aber erstmal schön was essen. So. Oh, hier sind einfach zu viele, ey. Mit denen kann ich mich nicht allen anlegen. So, haben sie deinen Weizen. Sieht auch schon wieder ein bisschen aus, als könnte man den pflücken. Nein, noch nicht. Ah, hast du jetzt schon zwei Bauernhöfe gebaut? Ja. Okay, aber wir brauchen mal... Ja, das ist alles hier draußen bei uns. Das müssen wir irgendwie zumachen. Irgendwie so ein Haus bauen oder so. Oh, Enderman. Mal gucken, ob ich den schaffe. Ja! Alter, was war das für ein Zaun? Ich habe eine Enderperle gefunden. Okay, behalt die. Die ist wichtig. Ja. Wir müssen die irgendwo reintun, wo wir sie nie verlieren. Ich mach mal eine neue Truhe. Dafür haben Holz.
wir haben kein Holz, ey. Was ist das denn? Ey! Nein, ich Idiot! Ich hab die Enderperle geworfen. Und wohin? Nein, das ist so, wenn du die wirfst, dann landest du genau da, wo du sie hingeworfen hast, aber die Enderperle verschwindet. Ja. Alter, wie viel Pflastersteine? Ja, aber wo bist du denn gelandet? Ja, hier irgendwo. So. Haufenweise Pflastersteine. Gut, dann tun wir mal so lange in den Ofen das Gold. Goldklumpen. Hier haben wir noch den habe ich gerade bekommen. Ah, sehr schön. Lapis-Zuli haben wir auch einiges. Redstone. Ah, wir müssen das mal ordnen. Kannst du das nicht ein bisschen ordnen, Hamza? Ich habe schon ziemlich viel drin. Oh. Naja, vielleicht sollten wir die Kisten ein bisschen mehr nebeneinander machen und für jede Kiste ein Schild. So, da ist das Gold. Da tun wir das Eisen rein. Das Essen. Also, jetzt haben wir nichts. Gut. Mann, gibt's hier keine Axt? Oh, ich mach mir eine Axt jetzt. Aus Diamant. Diamant. Oh, ich habe nicht mehr einen Stock. Warte, kann man auch Holz hacken ohne Axt? Geht das? Ja, ne? Ja. Hey, was? So. Dann machen wir einfach mit dem hier. So, zwei reichen vollkommen aus. Na, Ole, wie sieht's aus? Wie viel Diamant hast du schon? Immer noch 5. So, und jetzt verzaubern wir mal die schöne Axt. Lapis-Zuli. Oder andersrum? Nein. Was muss man nochmal reintun? Das Werkzeug und was noch? Und Lapis Dings. Aber es geht nicht irgendwie bei mir. Ach so. Meine Axt hat schon. Hä? Wie geht das denn? Ich habe eine Axt hergestellt und die hat automatisch schon irgendwie Effizienz plus 2. Hä? Das geht doch gar nicht. Ah. Hä? Hatte ich schon einen Diamant-Axt die ganze Zeit vielleicht? Aber hab's nicht gesehen. Mann. Ich werd alt. Okay. Und was braucht man nochmal nach der Dings, Hamza? Den Amboss zum Reparieren? Weiß ich nicht. Ole, weißt du das? Nee, müsste ich nur nochmal angucken. Vielleicht braucht man da auch Lapis-Zuli.
macht man denn? Oh. Alter, fast von einem Creeper in die Luft gejagt worden. Damit können Werkzeuge und Rüstung, Zutaten, Eisenblock, Eisenbarren. Ja, aber hä? Was braucht man denn dafür? Hamza, guck mal für deinen Minecraft für Dummies. Mal schauen. So, und ob wir erfahren, ob ich den Amboss weiß, wie man den funktioniert, das weiß ich leider nicht. Ob wir das hinkriegen, schauen wir mal, ob wir es in der nächsten Folge hinkriegen. Ich hoffe, das Let's Play hat euch gefallen und wir sehen uns das nächste Mal bei Minecraft. Euer Yonko Mosan.